Moin aus Berlin, Sulzul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 auf meinem Kanal. Ja, unsere Lena hat mittlerweile auch ein großes Bett. Lena, du bist noch Teenager. Hast du deine Hausaufgaben? Du hast deine Hausaufgaben noch nicht. Wo sind die? Hier sind die, oder? Hausaufgaben machen. Komm, seh zu. Mach sie fertig. Sieh hin. Ja. Warum machst du die eigentlich nicht in deinem Zimmer bzw. auf deinem Bett? Das ist unglaublich. So, Ausdauerlauf, komm her. Oh, ja, haben wir wieder alle Gärten schlank hier, du, mein Lieber. Ja, da habe ich es echt auf die Spitze getrieben. Marie ist die Nächste. Die wird auch noch wieder erschlanken. Ganz ehrlich, die waren ja alle richtig rund hier. Aber freiwillig machen die das auch nicht, ne? Wobei, wenn wir hier weitermachen, sehen wir Lena bald überhaupt nicht mehr. Die ist, ja, hallo, die ist ja mittlerweile arg dünn, oder? Wenn du den Teller da einfach irgendwo... Marie wird gleich auch einen Ausdauerlauf machen. Mal gucken, wie schlank wir die kriegen. Dass Geister Hunger haben und sich waschen müssen, das ist interessant. Weißt du, was ich jetzt gerade nicht verstehe, Marie? Du hast Hunger, schleppst das Zeug hier auf den Tisch und ganz ehrlich, du machst jetzt erstmal einen Ausdauerlauf. Komm her. Die für eine Kugel. So, jetzt zu dir. Du machst einen Berglauf. Komm her. Wir müssen mal gucken, was Marie machen muss. Was haben wir denn an Aufträgen? Gar nichts im Moment. Okay. Dann machen wir Freelance nach Aufträgen suchen. So, was haben wir denn? Level 10 irgendwas? Level 9, Level 9, Level 9, Level 2. Dann nehmen wir hier Schreiben 3100, 3340. Genau, das nehmen wir. Dann Freelanes mit Kundenchatten. Und ein Krimi schreiben als nächstes. Okay. Buch schreiben. Krimi schreiben. Ich hoffe, das wird angenommen. Dass wir wieder gut Kohle dazu zu kriegen. Lena, ja, Max, komm mal vorbei, ruhig. Kein Thema. Lena ruft aber den Dingens hier an, den Marvin. Und dann wird sie das Outfit ändern. Wird das hier anziehen. So. Wir wollen ja ein bisschen was sehen von dem Kind, ne? Die hat so eine nice Figur mittlerweile.
Fußabdrücke im Moor. Ja, wegen meiner schreibt das Buch zum hunderttausendsten Mal. Übrigens, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf diesem Kanal. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Channel folgen. Überhaupt. Verrückt anfunkeln. Ewige Liebe erklären. Mehr Auswahl. Romantik. Wir wollen verknallt sein. Wir wollen rumschmusen. Mal gucken, in welches Bett sie gehen zum Schmusen. Guck mal, der ist gar nicht mal zu sehen. Das kann ich nur an Familienmitglieder machen. So, die sind beschäftigt. Warum gehen die immer in das Bett und nicht ins eigene? Er haut sich mal einfach in das, weil der ist auch ganz schön dreist, ne? So, was ist mit Marie? So, sie hat das Buch fertig. Errungenschaft ist klar. Und dann wollen wir mal hoffen, dass der Kunde das auch so abnimmt. Fall ist abgeschlossen. Spürnase und Kriminelle. Jawohl, wir haben wieder Kohle dazu gekriegt. Bisschen was. So, wo ist die Lena? Die Lena mit Marvin rumschmuggelt. Genau, mal das Bett einweihen hier. So, und Marie macht einen Ausdauerlauf. Die hat nämlich irgendwie Langeweile. Deswegen macht sie nämlich alles kaputt. Mit ihr denn los? Hechtelmechtel mit Marie, komm. Warum du jetzt nicht ins Bett gehst, weißt du selber nicht, oder? A4. Geh baden. Dann geh essen. Joghurt. Auch nicht das Pech gehabt. Thank you.
Tob dich auf dem Laufband aus, wenn du Langeweile hast. Ganz schön rund geworden, du Herr Gesangsverein. Lena, Lena Maus, hast du deine Hausaufgaben, Lena? Oha, die Post wurde zugestellt. Das heißt, es gibt Rechnungen. Kannst das mal reparieren? Du kannst mal ein Bad nehmen. Ist irgendwie festgebackt hier, keine Ahnung. Okay. Mach mal ein Techtelmechtel, mal gucken, ob das geht. Ja. Das war ja kein schnelles Techtelmechtel. Ja, wegen meiner. Doch, Stefan, oder nicht? Nee, Marvin. Antik. Flirten. So, ein bisschen auf die Zeit achten. Wir sind nämlich gleich schon wieder durch. Wir haben noch ganz schön Kohle, ne? Aber das könnte damit zu tun haben, dass wir die Rechnung noch nicht bezahlt haben. Nö, haben wir auch noch nicht. Dann mal los. Und dann muss Marie wieder ein bisschen arbeiten. Ich will die 100.000 mal schaffen. Das wäre so das Ziel dabei. Mehr Auswahl. Romantik. Die halbe Marie pennt, okay. Ist doch im Leben kein Schulkamerad. Der ist Teenager mit der Haarfarbe. Mal gucken, was er sagt. Eigentlich ist er ja kein Single. Er ist ja mit Lena zusammen. Ah ja.
Funa. Ja. Da. Wo willst du hin? Der für ein Problem. Wie dem auch sei, liebe Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. So, und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut, wir sehen uns. Bis dahin, tschüssi.